Wie gut ist die Clay Pomade von der Marke Baxter? Die Clay Pomade kommt in einem Glastiegel, sehr einfach und minimalistisch, aber gleichzeitig auch ein bisschen zu einfallslos. Der Geruch, die Clay Pomade ist fast geruchslos. Wenn man was an Geruch spüren kann, dann ist es eher ein bisschen Wachs- bzw. minzartig. Die Inhaltsstoffe, 80% der Inhaltsstoffe sind gut, 20% leider nicht ganz so gut. Der Claim des Produktes, sehr einfach und zwar ein fester Halt mit einem matten Finish. So sieht meine aktuelle Vorherfrisur aus. Ich hatte das Gefühl, dass meine Haare etwas strubbelig sind. Deshalb habe ich meine Haare etwas angefeuchtet und als allererstes mit einer Paddle Brush erstmal in Richtung gekämmt. Dann, wie gewohnt, ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet. Dann eine kleine Rundbürste dazu genommen und meine Haare passend in Form geföhnt, um eine vernünftige Grundlage zu schaffen. Die Konsistenz. Jetzt haben wir endlich mal wieder ein richtiges Clay, was tatsächlich richtig gut hart ist, so wie es sein sollte. Vielleicht schon ein Tickchen zu hart. Trotz der Härte konnte man das Produkt tatsächlich sehr gut in den Händen lösen. Wenn man das Produkt angewärmt hat und in den Händen verrieben hat, dann hat man das Produkt wirklich rückstandslos in den Händen verteilen können. Das Styling ging gut von der Hand und die Haare lagen tatsächlich sehr schnell, genauso wie ich sie haben wollte. Kommen wir zum Halt. Der Halt war top. Endlich mal wieder ein Produkt, was hält, was es verspricht. Gleiches gilt für das Finish. Wir haben hier ein gutes, schönes, mattes Finish. Wie sieht es mit der Austauschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Das Produkt lässt sich gut aus den Haaren herauswaschen und ihr bekommt 60 Gramm von der Clay Pomade für 21 Euro, was in diesem Fall auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist vor allen Dingen für Leute geeignet, die sehr dickes Haar haben und sehr widerspenstiges Haar haben und Probleme haben, ihre Haare unter Kontrolle zu bekommen. Du kannst das Produkt aber auch für normale Haare verwenden. Auf jeden Fall sollten deine Haare eine Haarlänge von kurz bis mittellang haben. Totale Punktzahl. Die Clay Pomade von der Marke Baxter erhält 41 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.